Ein Productized Service erlaubt es uns, unser Angebot oder unser Produkt so zu standardisieren und zu systematisieren, dass es sehr, sehr skalierbar wird. Das bedeutet dann im Umkehrschluss raus aus sehr individualisierten Angeboten, die vor allen Dingen viel Kopfschmerz verursachen, raus aus Zeit gegen Geld und gleichzeitig aber maximale Qualität für unsere Kunden aufrechtzuerhalten. Und ja, ich habe jetzt diese Woche eine Mastermind-Runde gemacht mit 7 anderen Unternehmern und da hatten wir den guten Mike Pfingsten zu Gast. Mike Pfingsten ist die Person, von der ich in den letzten Jahren super, super, super viel gelernt habe, rund ums Aufbauen und ums Skalieren und Verkaufen von Productized Services. Und Mike hat dann in unserer Runde ja wirklich die Schritte gezeigt, wie er selbst zu dem Thema Productized Service gekommen ist und wie man einen Productized Service aufbaut, wie man aus einem bestehenden Angebot einen Productized Service macht. Er hat auch sehr coole Ideen und Beispiele für Productized Services in anderen Business-Bereichen gegeben, sehr viel im B2B, sehr viel auch im Tech, IT, Software, Technologie, aber auch im Maschinenbaubereich. Und das war super, super spannend. Er hatte mir vorher hier schon die zweite Version seines oder die zweite Auflage seines Buches geschickt. Ich habe die erste Auflage gelesen. Ja, und dementsprechend wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, das, was er dort in der Mastermind uns gezeigt hat, dann auch einmal für euch aufzuzeichnen, seine Präsentation. Und ja, da möchte ich jetzt gleich einmal mit euch reinspringen, weil ich glaube, das ist auch für euch super, super relevant und interessant. Also ein Productized Service, den baut man im Prinzip aus den 4 Schritten reduzieren, fokussieren, systematisieren und dann eben skalieren auf. Was das genau bedeutet, wie das funktioniert, inklusive Beispielen und damit auch Ideen, vielleicht euer eigenes Angebot zum Productized Service machen zu können, das sehen wir jetzt in der Präsentation von Mike Pfingsten hier. Sein Buch, das verlinke ich einfach mal rund um diese Folge hier, ich kann es sehr empfehlen. Für uns, auch bei Xhauer, war es ein absoluter Gamechanger, weil wir alles, was wir machen, eben im Productized Service Style bei uns auch aufbauen. Unsere Mitarbeiter lieben es, unsere Kunden lieben es und dementsprechend, ja, hier jetzt rein in die Präsentation von Mike Pfingsten. Los geht's. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein kann aus diesem wunderschönen alten Polizeiwache hier von deinem Gast und mit Membership, Mastermind-Kollegen. Also, wo komme ich her, wer bin ich eigentlich und wo geht die ganze Reise heute mit euch hin? Ich habe mich 2005 selbstständig gemacht und zwar, ich war damals Projektleiter in der Automobilentwicklung, ich war hinterher Troubleshooter nennt man das ist dann der Job, wo du die ganzen Entwicklungsprojekte kriegst, die halt alle schief laufen und die dann wieder auf die Beine stellst. Es ist eine sehr ergiebige Kundenzielgruppe, die Automobilentwicklung stellt das recht regelmäßig her. Ich habe damals, als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe mit dem Ingenieurbüro, netto nach Steuern ungefähr 4.300 Euro mir auszahlen können, habe dafür so roundabout 170 Stunden im Monat gearbeitet. Das war mein Start. So, dann war ich allerdings dann 5 Jahre später in der Situation, ich hatte die Auto- und Wirtschaftskrise hinter mir, ich hatte 15 Mitarbeiter eingestellt, ja, ich hatte 3 Mitgesellschafter, wir sind ziemlich gewachsen und ich war so gerade mit auch gerade in der Lage, dass ich mir 4.000 Euro netto nach Steuern auszahlen konnte. Ich habe dafür aber 260 Stunden gearbeitet im Monat. War jetzt nicht so der geilste Move, muss ich gestehen, in meinem unternehmerischen Leben. Und plötzlich, 5 Jahre später, war ich in der Situation, dass ich mir 8.000 Euro netto nach Steuern auszahlen konnte und gerade mal 2,5 Tage dafür in der Woche gearbeitet habe. Und der Grund für diesen Schritt, das war ein defekter ICE. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Agenda heute mit euch. So gute 3-4 Stunden und Input und dann anschließend gehen wir rüber in die offene Q&A. Ich werde euch so ein bisschen reingehen in das große Thema, warum dieses Zeit gegen Geld Modell kaputt ist. Das ist es meiner Meinung nach schon seit langer Zeit, aber jetzt ist es erst recht kaputt. Und ich habe auch eine Sache mitgebracht, und zwar gerade die unter euch, die im Servicebereich unterwegs sind. Ja, da ist nämlich das ganz große Thema, warum ChatGPT möglicherweise dein Geschäftsmodell gefährdet. Ja, und ich werde auch ein bisschen drauf eingehen heute in den 45 Minuten und vor allem natürlich, wen wundert es, hätte natürlich nie anders kommen können. Also, ne, warum Productized Service der Weg ist oder wie die Mandalorian sagen würden, Productized Service, das ist der Weg. Ein paar kleine gemeinsame Spielregeln noch. Ich werde euch eine Menge Ideen geben.
Ja, also nimm das einfach mit an Impulsen, an Ideen. Ich werde viel aus meiner unternehmerischen Reise erzählen und nutze natürlich die Chance im Nachgang bei Fragen, Fragen. Ich bin live hier. Ich habe das mit Michael so besprochen. Ihr könnt mir die ganze Zeit ein Loch im Bauch fragen. Und eine Sache müssen wir noch erwähnen, ein Begriff, der ist wichtig, der hat viel mit meiner unternehmerischen Geschichte zu tun. Was ist ein Lastenheft? Ein Lastenheft ist ein technisches Dokument, was wir als Systemingenieure für ein technisches System schreiben. Also müsst ihr ungefähr vorstellen, wie bei euch, ihr geht zum Architekt, wollt ein Haus bauen, dann macht er da seine entsprechenden Entwürfe, macht einen Bauantrag und damit geht ihr dann zum Amt und reicht das ein. Und so ähnlich ist das auch. Das ist ein technisches Dokument, wenn wir ein Produkt entwickeln. Damit startet eigentlich idealerweise jedes Entwicklungsprojekt. Ja, also könnt ihr den Begriff nachher wieder vergessen, aber er hat sehr viel auch mit meiner unternehmerischen Geschichte zu tun, damit ihr den so ein bisschen einsortieren könnt. Gut. Mein Problem Nummer 1. Ich stand im Sommer 2020 hier im Kölner Süden auf dem Rheindamm und war mega frustriert. Ich war zu der Zeit noch immer Troubleshooter im Projektmanagement. Ja, mittlerweile sind wir über einen Gesellschafterkrach an den Punkt gekommen, wo ich dann zum 1. Januar 2010 ausgestiegen bin. Ich habe gesagt, weißt du was, das ist mir alles echt ein bisschen zu blöd mit den ganzen Sachen, die wir da haben, und habe dann nochmal neu durchgestartet und habe zu dieser Zeit halt ganz klassisch in dem klassischen Modell gehangen, mit diesem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad. Also bei mir war es ganz klassisch so, meine Frau hatte sehr schnell verstanden, seit ich mich unternehmerisch selbstständig gemacht habe, ist der Mike unterwegs und rettet Projekte, dann haben wir viel Geld auf dem Konto, ist der Mike zu Hause, dann ist halt mit dem Konto nicht so dolle. Ja? So, das heißt, ich hatte eine totale Abhängigkeit und ganz ehrlich, ich hatte Phasen, da wusste ich gar nicht, wohin mit dem Geld. Und manchmal denkst du so, ob ich in 2 Monaten noch meinen Kühlschrank füllen kann. Ich habe das einfach nur noch gehasst, dieses Modell. Ja, hinzu kam, ich hatte damals 2010, ist mein zweites Kind geboren worden. Ich war mittlerweile ein absoluter Master im Zeitmanagement. Ne? Also Kundenprojekte managen, kleine Familie managen, eine Firma mit 15 Mitarbeitern managen, die 3 Mitgesellschafter auch noch mitmanagen. Also ich hätte, also der Ivan Blatter, ne, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ja einer der ganz großen Namen im Zeitmanagement, der hätte mir eine goldene Plakette und einen Master in Schwarzgurt verliehen zu der Zeit. Das hat mich total genervt, weil eigentlich mein Wunsch, mein wirklicher Kernwunsch, warum ich mich selbstständig gemacht habe 2005, war Freiheit. Ja. Und so stellte ich mir damals 2010 halt die Frage so, aber wie geht das jetzt? Wie gehe ich jetzt damit weiter? Was kann ich denn jetzt hier so machen? Ne? So, ich habe jetzt so ein kleines Ingenieurbüro, bin wieder quasi solo unterwegs, aber ich bin ja immer noch ein Systemingenieur und habe ein Ingenieurbüro. Das Internet nutzen. Ne? Also ich habe mit 16 damals ein C64 bekommen, einen Akustikkoppler, und dann haben wir uns schön in so Mailboxen eingewählt. Ne? Also da gab es das Internet so noch nicht, wie wir es heute kennen. Ja, und ich dachte so, also ich glaube, von diesem ganzen Internet-Ding, das muss ich doch irgendwie kapieren. Also ich muss doch irgendwie gucken, das Ingenieurbüro und die Dienstleistung ins Internet zu bringen, das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, ich habe 2008 mein erstes Webinar gehalten, das war damals noch total fancy. Ja, also, oh, Wahnsinn, man kann über das Internet einen Vortrag halten. Und dachte so, ja, das ist eine ganz geile Idee. Und dann bin ich so 2010 halt losgelaufen in meinem Unternehmernetzwerk. Ich war damals zu der Zeit Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren in Köln. Ja, und damit sitzt er dann auf ganz vielen Galas und Veranstaltungen und irgendwelchen großen Events, wo Politiker sind und so weiter. Da habe ich dann immer allen, die nicht bei 3 auf dem Baum waren, erzählt so, ja, ich habe eine total geile Idee, mein Ingenieurbüro, das geht ins Internet, und meine Dienstleistung, die werde ich übers Internet ausliefern und so weiter. Und ganz ehrlich, ungelogen, die guckten mich damals an, also einige, und ich habe da ein paar Vorstände von großen Konzernen in Köln getroffen. Und ich weiß noch, einer sagte zu mir, weißt du was, Herr Pfingsten, Sie haben doch so ein feines Ingenieurbüro. Und das ist mit dem Internet. Ach, ganz ehrlich, das geht vorbei. 2010, ja. Dann habe ich gesagt, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Und habe gesagt, gut, wer könnte mir denn da mehr Input geben? Und ich hatte damals schon Connections in die USA und dachte, super, dann guck doch mal, was die machen. Die sind uns ja immer so ein paar Jahre voraus. Ja, und dann habe ich so geguckt, wer, ja, Online-Business in den USA. Ja, das Erste, was ich gelernt habe, ist Schlangenölverkäufer erkennen. Ja, also richtig Antennen zu entwickeln. Und wenn ihr glaubt, das ist hier in Deutschland echt schon krass, das ist da drüben um Faktor 10 krasser. Ja, aber trotzdem, irgendwann habe ich so ein paar sehr seriöse, erfolgreiche Online-Unternehmer da getroffen.
bin mit denen ins Gespräch gekommen, habe mich ausgetauscht, habe dann gesagt, hör mal, ich habe hier so ein Ingenieurbüro und ich habe hier so eine Ingenieurdienstleistung, und ich habe B2B-Kunden und ich will das alles irgendwie übers Internet machen. Was habt ihr denn da so für Tipps und Erfahrungen? Und dann gucken die mich alle an wie ein Auto und sagten so, haben wir auch keine Ahnung von, wir machen B2C, also Commerce. Ja, also damals zu der Zeit war Dropshipping auf Amazon ganz groß oder zu der Zeit war E-Books online verkaufen ganz groß oder irgendwelche Online-Kurse online verkaufen. Ja, aber deren Kunden waren alle private Konsumenten. Da gab es keiner, der mir erklären konnte, wie man diesen ganzen Online-Krams da irgendwie im B2B ansetzen kann. Aber ich sage, gut, wenn das so ist, dann muss ich halt selber auf die Reise gehen. Geht nicht anders. Und dann habe ich dann, bin ich in die Wundertüte Podcasten gestolpert. Ja, das ist mein erster Podcast, den ich gestartet habe im Februar 2012. Da habe ich einfach mal angefangen zu senden. Ich habe über Projektmanagement geredet, über Systems Engineering, über all den ganzen nerdigen Ingenieurkram, den ich da so in meinem Ingenieurbüro mache und auch mit den Kunden mache und habe einfach gesendet, dass das mein ganzes Business an der Stelle schon auf einem ganz anderen Level hat, habe ich damals überhaupt noch gar nicht auf dem Radar. Plötzlich war ich in der Lage, mein Business zu virtualisieren. Das ist ein Foto von meinem damaligen Büro in Köln-Urbach. Ja, ich komme mit dem Fahrrad schön hier über die Rheinwiesen fahren. Mega geil, das ist ein mittelalterlicher Gutshof. Ich hatte da halt entsprechend zwei Etagen, ne, alles schief, Wände schief, Decken schief, Fenster schief, Türen schief. Es hatte einen unglaublichen Flair. Aber ich saß da 2014 drin mit meinem Laptop und das ganze Rest des Büros war leer, weil ich hatte alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile an andere Ingenieurbüros weitervermittelt und brauchte nur noch meinen Laptop. Und habe dann auch angefangen zu der Zeit über diese Reise zu senden. Ich habe damit meinen zweiten Podcast gestartet, der hieß damals Lifestyle Entrepreneur. Heute heißt er freiberuflich selbstständig, ist immer noch der gleiche Podcast, kannst auch immer noch die Episoden von 2014 hören und habe dann angefangen, einfach mal meine ganze Erfahrung da reinzukippen. Ja, was funktioniert im B2B, was funktioniert nicht, wie muss man das machen? Ich habe ja alles ausprobiert, ich bin ja in jede Sackgasse reingelatscht und habe geguckt, wie kann ich das vielleicht nutzen oder ist das hier, kann das weg. Ne? So, und dann kam nach einem guten halben Jahr ein Hörer auf mich zu, der Professor Burkhard Benzmann, sagte, hör mal, das, was du da alles da in dem Podcast erzählst, ist total super. Ja? Ich möchte meine Dienstleistung standardisieren und also ich brauche da einen Mentor, der vielleicht schon ein bisschen auf dieser Reise vor mir her ist und ich bin auch gerne bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen und investiere. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben gesagt, weißt du was, wir machen so zwei Workshops und anschließend so 3 Monate virtuelles Mentoring. Und soweit so gut, haben wir es gesagt, dann machen wir irgendwie in 2 Tagen, teilen wir das auf, Dienstleistung standardisieren, so erster Workshop-Tag reduzieren und fokussieren und dann fährt der Burkhard nach Hause, nach Osnabrück und dann machen wir den zweiten Workshop-Tag so ungefähr 3 Wochen später mit systematisieren und skalieren. Super, waren wir total einig, er ist einen Workshop-Tag gemacht, er wird dann nach Osnabrück zurückgefahren. Ich am zweiten Workshop-Tag saß ich morgens, ich kann mich gut daran erinnern, das war hier im Kölner Süden, März, wunderschöner sonniger Tag. Ich guckte raus aus dem Workshop-Raum, aus dem Fenster und dann plötzlich erreichte mich per Telefon der Burkhard und sagte, hör mal, ich habe ein Riesenproblem. Ja, ich bin hier gerade zwischen Osnabrück und Köln im ICE unterwegs und der ist liegen geblieben und es gibt hier kein Vor, kein Zurück. Die Bahn sagt, versuchen Sie es nach Osnabrück zurück, aber nach Köln kommen Sie heute sicher nicht mehr. Und dann stand ich wirklich da an diesem Morgen 2015 in diesem Workshop-Raum und dachte mir so, boah, was mache ich denn jetzt mit dem Tag? Ja, ich hatte ja alles für den Burkhard vorbereitet und der war auch, er übernimmt die Kosten und über alles, ist ja gar kein Thema, wir haben es später auch nachgeholt. Aber ich stand dann da so, gehe ich jetzt zurück? Ich hatte mittlerweile 3 Kinder, habe ich Zeit für die Kiddies? Ja, oder mache ich, ach, weißt du was, wenn ich jetzt sowieso schon habe, warum denn mal nicht für den eigenen Business machen? Ja? So, gesagt, getan, reduzieren, fokussieren war bei mir relativ schnell durch und da kam etwas bei raus und das war eine Dienstleistung bei mir im Ingenieurbüro, die halt Lastenhefte stellen. Ja, habe ich gesagt, gut, Lastenhefte stellen, haben wir ja immer schon Aufträge von Kunden gehabt. Das nehme ich jetzt und mache mir jetzt ganz klar, wie mein Sternekochrezept da aussehen. Wie soll das genau laufen? Von dem Moment, wo der Kunde an der Tür klingelt, bis zur Auftragserteilung, die eigentliche Leistungserbringung und anschließend auch den Follow-up. Und da stand dann vor diesem Bild, was ihr hier seht, wo ich das Ganze visualisiert habe, und stand da, dachte so, das ist super. Genauso, wenn der Kunde das nächste Mal anruft oder irgendein Kunde nicht mal nachfragt, sagt, so machen wir es. In 2 Wochen kriegst du ein fix und fertiges, vollständiges, freigegebenes Lastenheft auf dem Tisch. Alles super. Ja. Hab das alles eingeräumt an dem Abend, bin nach Hause gefahren und dachte so, ja, das ist so gut, dass das ein Product as Service ist und dass ich mir da ein Rennpferd in den Stall gestellt habe. Ganz ehrlich,
keine, das war mir damals überhaupt nicht klar. So richtig erst bewusst geworden ist es 2 Jahre später. Da kam mein Steuerberater auf mich zu und sagte: Herr Pfingsten, also was auch immer Sie da mit dem Internet machen, Sie müssen 40.000 Euro Steuern nachzahlen. Und ich sagte, das ist kein Thema, ich habe mir das Geld an die Seite gelegt. Aber dann fiel mir ein, so Moment, 2015? Das war doch das Jahr, wo ich draußen die ganze Zeit im Garten mit dem Laptop gesessen habe und Zeit hatte für die Kiddies. Und das ist einfach irre, wie das mein Leben verändert hat. Einfach mal für euch als Beispiel, was hat das bedeutet? Lassen Sie auf der Stelle, habe ich ja vorher schon gemacht. Das ist eine Dienstleistung, die ist jetzt nicht neu. Die kam ursprünglich aus dem Troubleshooting, ist so ein Teilschritt, den man da so macht. Ne? Aber es war immer eine individuelle Dienstleistung. Also jeder Kunde, der anfragt, sagt, ja klar, können wir machen, das wird so ungefähr 2-3 Wochen dauern. Ne? Dann, ja, das sind so circa 80 Stunden, 100 Euro. Ne? Also gerade in der Branche, wo ich früher unterwegs war, alles, was über 100 Euro Stundensatz ging, da fingen die dann immer im Einkauf an zu quietschen. Ja? Also hat man anstatt den Stundensatz auf einen normalen Preis hochgesetzt, hat man die Stunden einfach nochmal verdoppelt. Ja, also habe ich dann irgendwie 160 Euro Stundensatz normalerweise über Stunden gemacht. Aber das ist, man sitzt davor und denkt, das ist eigentlich total bescheuert. Aber gut, so ist es halt gewesen. Ja, individuelle Angebote. Ja, jetzt habe ich die Situation, meine Deutschlehrerin hatte sehr erfolgreich geschafft, in der Mittelstufe mir das totale Interesse an meiner Muttersprache auszutreiben. Ja, meine eigene Mutter war verzweifelt. Ja. Der Kerl kommt in Französisch mit einer 2 zurück, der kommt in Englisch mit einer 3 aus der Schule zurück und in Deutsch kriegt er regelmäßig eine 5 oder 6. Ja, das heißt, ich kann Deutsch, ich habe auch überhaupt kein Problem mit der Sprache. Das langweilt mich. Ja, ich schreibe Texte und lese mir nie wieder durch. Ja, und so war das dann bei den Angeboten immer, weißt du, ich schrieb dann ein Angebot zusammen für den Kunden, jedes Mal neu. Dachte so, oh, hoffentlich ist da nicht allzu viel Mist drin. Dann habe ich mich nochmal gezwungen, dann habe ich vielleicht noch ein paar Sachen rausgekämmt. Aber es war jedes Mal ein Heidenaufwand, individuelle Angebote zu erstellen. Dann natürlich den klassischen Einkaufsdiskussionen, so, ja, manchmal kommt man sich ja vor wie auf so einem Jahrmarkt in Marrakesch. Ja, so, ja, Herr Pfingsten, können Sie da nicht was machen? Ich so, ja, ach, wegen Mondphase und ich habe mir ein neues Autoradio gekauft. Aber selbstverständlich können wir nochmal 1 Euro im Stundensatz machen. Das ist total bescheuert, was ich da erlebt habe. Und ich hatte auch zu der Zeit teilweise noch mit den Automotive-Einkauf zu tun. Ne? Also die sind echt mit allen Wassern gewaschen. Dann gab es so klassisch 3 Runden bis zur Beauftragung. Ne? Herr Pfingsten, schicken Sie mal ein Angebot. 2 Wochen später hast du angerufen, wie ist denn jetzt? Ja, ich habe mit dem Chef geredet, hier können wir nochmal Angebot ein bisschen anpassen. Da hast du ein Update dahingeschickt. Ja? Also 2 Wochen später wieder angerufen, und wie ist es? Ja, wir haben jetzt einen Finanzierungstopf gefunden. Wir werden das jetzt bestellen. Dann rufst du 2 Wochen später wieder an, sagst du, was ist denn jetzt? Ja, völlig unerwarteterweise ist hier unsere Firma umstrukturiert worden und wir brauchen gar kein Lastenheft. Ja? Denkst du, warum bin ich jetzt eigentlich hier nach Husemuggel gefahren, für eine Stunde mit dem Sprechen zurück und dann wahnsinnig viel unbezahlte Zeit zu verbraten, um dann hinterher mitzubekommen, dass dann das Unternehmen umstrukturiert wird. Ja, also das hat mich auch total genervt. Ein riesen Reisezirkus. Ja, also Kickoff-Workshops, irgendwelche Workshops, irgendwie einmal alles dauernd vor Ort beim Kunden und je nach Branche eine durchaus schlechte Zahlungsmoral, wo ich immer dachte so, wieso soll ich 90 Tage Zahlungsziel haben, liebe Freunde? Ich bin nicht eure Bank. Wenn ihr euren Cashflow optimieren wollt, dann macht das gefälligst mit euren Sachen, aber nicht mit mir. Ja. Und plötzlich hat im Projekt der Service für die gleiche Leistung Lastenheft vollständig und freigegeben, ein Festpreis 12.500 und ich hatte so 2-3 Mal im Jahr Kunden, die auf mich zukamen, sagten, Herr Pfingsten, können wir das Lastenheft heute Abend haben? Dann habe ich gesagt, nee, ganz ehrlich, heute Abend wird es schwierig, ja? Ich kann nicht hexen, aber ich kann zaubern, ich kann euch einfach mit dem Starttermin in meinem Kalender nach vorne ziehen. Ja, starten wir früher, fand ich immer total super. Einzige Bedingung war, kostet halt das Doppelte fürs Gleiche. Also haben die 25.000 für so ein Lastenheft dann bezahlt. Ich habe ein total standardisiertes Angebot plötzlich. Ja, ich brauchte hinter, das war super genial, ich brauchte hinter wirklich nur noch die Anschrift austauschen in dem Angebot. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich habe gelernt, die Kunden kaufen sofort. Weißt du, sie waren so, ja, wir brauchen ein Lastenheft, alles klar, für 12.500, 25.000 Euro, je nachdem, alles klar, machen wir. Ja, also es gab keine Diskussion mehr mit dem Einkauf. Ich habe seit 2015 so gut wie nie mehr den Einkauf gesehen und wenn überhaupt nur, ja, Herr Pfingsten, können Sie mal dieses Formular ausfüllen, wir brauchen Sie das für Ihre Lieferantennummer. Früher hatte ich nur noch nur Diskussionen, ob ich überhaupt als Lieferant angenommen werde. Das war plötzlich total easy, die Kunden kauften sofort. Ich war aber in der Lage, auf meiner Seite den Aufwand immer weiter runterzubringen. Ja? Das heißt, mit jedem Kunden, wo ich einen Lastenheftauftrag reingeholt habe, konnte ich immer weiter meinen Prozess optimieren. Ja, dem Kunden war es nämlich auch plötzlich völlig egal, wie viele Stunden ich dafür brauche. Er wusste ja genau, er kriegt nach 2 Wochen ein vollständiges, freigegebenes Lastenheft auf den Tisch, er nimmt 12.500 Euro in die Hand und fertig. Ja, wie viel Aufwand auf meiner Seite ist, das ist dem völlig egal. Ja, plötzlich war ich nämlich dann in der Situation,
Und wenn man das einfach mal dagegen hält, man rechnet im Projektmanagement mit 1400 Mannstunden im Jahr, da sind dann immer schon Urlaub und Krankheit und alles mit reingerechnet, ne? So, wenn man das ins Verhältnis setzt, 30 Stunden pro Lastenheft, 1400 Mannstunden im Jahr, das heißt, eine Person kann Pi mal Daumen ungefähr 43 Lastenhefte im Jahr erstellen. 43 mal 12.500, den Rest könnt ihr euch ausrechnen. Ja, also das ist einfach total attraktiv. Richtig spannend wurde, dass das alles komplett virtuell ist. Also das, was ihr hier seht mit dem Whiteboard hier hinter mir, das kommt noch aus dieser Zeit, dass ich einfach diese ganzen Workshops komplett virtuell halten konnte. Es hat ja sogar plötzlich irgendwann den Punkt erreicht, wo ich dann Kunden hatte wie Hilti, ja, oder die Forschung von Zeiss. Na, den habe ich natürlich den Kickoff-Workshop vor Ort verkauft. Hallo, ich fahre doch nicht nach Liechtenstein virtuell. Da muss man da drei Tage hin, ja, wenn man da so einen Kickoff-Workshop macht. Ich muss das nicht. Wenn aber ein Kunden angefragt hat, der irgendwo JWD hinter Hase und Igel sagen sich gute Nacht, dann habe ich gesagt, nee, das geht nur virtuell. Ja, also ich war plötzlich total frei und hatte diesen ganzen Reisezirkus los. Ja. Und richtig cool, ich war plötzlich in der Situation, ich konnte 50% Vorkasse nehmen. Da habe ich mir, sage ich ganz ehrlich, da habe ich mir 2015 manchmal total schwer mitgetan. Aber ich hatte die Situation, dass die Kunden zu mir sagten, wieso kann der Kerl in 2 Wochen ein vollständiges freigegebenes Lastenheft erstellen, wenn meine Ingenieure dafür 6 Monate brauchen? Ja, und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen folgendes, 50% Vorkasse, die zweiten 50% wette ich mit euch drauf, dass ich euch das nach 2 Wochen auf den Tisch lege. Tue ich es nicht, stelle ich die zweite Rechnung nicht. So kam das auch so ein Stück weit und dann, okay, der wettet die Hälfte des Geldes darauf, dass er es schafft, okay, dann muss es ja wohl, also zumindest muss er mal dran glauben, dass es wirklich geht, ja, und, aber ich kriegte relativ schnell eine ganz andere Rückmeldung, die sagten, hey, das ist super, dass du Vorkasse genommen hast, und ich denke so, okay, warum? Ja, der Punkt ist ja normalerweise zwischen der Anfragebeauftragung und dem eigentlichen Kickoff, dass wir loslegen, lagen in der Regel so 6 Wochen plus minus, ja, die müssen erstmal die Leute zusammen haben, dann müssen sie einen Meetingraum haben, da muss der Meetingraum online fähig sein und so weiter und so weiter, bis das mal alles klar ist, sind 6 Wochen locker rum, und dann passierte meistens das, was häufig passiert in so mittleren und großen Unternehmen. Dann kam jemand mit vielen Federn um die Ecke herum, ja, und dann stand da der arme Projektmanager und, ach, Müller, super, dass ich Sie gerade sehe. Wir haben übrigens beschlossen, es gibt einen neuen Arbeitskreis, bunte blaue Socken. Da sind Sie jetzt der Arbeitskreisleiter, und der tagt übrigens jetzt heute Morgen montags um 10 Uhr. Gehen Sie mal hin. Und dann konnte der nämlich sagen, ja, das kann ich ja machen, Chef, aber da hinten sitzt der Pfingsten, der hat schon 6.250 Euro bekommen. Ob ich da jetzt hingehe oder nicht, das Geld hat er schon. Wissen Sie mal, ja, gehen Sie mal da zum Pfingsten mit den Lastenheft, das mit dem Arbeitskreis, das kann auch jemand anders machen. Ja, also diese Vorkasse, ich kriegte von den Kunden zurückgespiegelt, die sagten, ey, diese Vorkasse ist super. Ja, das ist bei mir das Argument, warum wir das Ding hier mal durchziehen. Ja, und was richtig, richtig schön war mit der Zeit, ich konnte mir, da ich ein Sternekochrezept hatte, also wie so eine geölte Maschine, ein ganz klares Vorgehen, wie ich eben halt innerhalb von 2 Wochen diese Dienstleistung erbringe, ich konnte mir andere Sterneköche einbinden. Ja, das heißt, ich habe andere freiberufliche Ingenieure gesucht, Systemingenieure, Requirements-Ingenieure, habe gesagt, ihr seid schon Meister eures Fachs. Hey, ich bringe euch mein Sternekochrezept bei und dann nehme ich die Aufträge, qualifiziere die Kunden und dann gucke, wer hat Bock, wer hat Zeit, welche Themenschwerpunkte, liegt euch ein mega wunderbar schönes Geschäft. Und das ist im Grunde auch so ein bisschen das, was ich eben eingangs sagte, ne? Dieses früher individuelle Dienstleistung und dann jetzt den Product as Service und dann eben weniger arbeiten und aber auch mehr verdienen. Aber so richtig, was für mich der große Aha war, ich hatte wieder Zeit für Abenteuer. Das ist ein Foto aus dem Sommer 2015 mit meinem Mittleren. Wir waren in der Woche in Dortmund vormittags, Rittermuseum für Kinder, meine Schwester mit den Kindern waren auch dabei. Es war super, die Kinder haben Spaß gehabt und so weiter, aber so nach 2 Stunden stellte ich etwas fest. Ich war der einzige Vater in diesem Museum. Da merkte ich so, krass, was ich plötzlich für Möglichkeiten hatte. Und da habe ich ein Buch draus geschrieben, da gibt es mittlerweile eine neue Auflage zu. Ne? Der Michael hat auch eins schon bekommen von mir, ja, weil die ganze Hörer-Community sagte, hey, kannst du das mal alles irgendwie zusammenschreiben? Naja, und dann kam halt der Sommer 2020 und mitten in diesem Sommer 2020 sind meine Eltern pflegebedürftig geworden. Und ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, lebe seit jetzt bald 20 Jahren hier im Kölner Raum. Glaub mir mal, in diesem Sommer 2020 remote pflegebedürftige Eltern zu handeln und dann am Ende erfolgreich auch unterzubringen, das war schon echt eine Nummer. Ja, und dann war ich dann plötzlich in der Situation, ein gutes halbes, dreiviertel Jahr später, ich musste das Elternhaus im Ruhrgebiet auflösen. Ich sage euch eins, ein dementer Vater, der auch noch aus der Kriegsgeneration ist,
Da ziehst du jede Schublade auf, da machst du jede Tür in irgendeinem Schrank auf, weil du nicht weißt, ob der Kerl irgendwo einen Briefumschlag mit Bargeld reingetan hat für schlechte Zeiten. Ja? Ich war über Wochen zu Gange, von Köln ins Ruhrgebiet zu pendeln und dann das Haus aufzuräumen. Und ich war zu der Zeit so heilfroh, dass ich mein Ingenieurbüro mit dem Project Services auf Autopilot hatte. Naja, und dann ist was passiert im Sommer 21, da habe ich dann nicht so mitgerechnet. Ich meine, das deutete sich immer ein Stück weit am Horizont an. Im Sommer 2021 kam ein anderer Ingenieur auf mich zu und sagte, hör mal, das da mit den Lastenheften und dem Zukunftsarchitekten-Podcast und der Webseite und in meinem Project Service und so weiter, kann man das irgendwie kaufen? Und wenn wir uns handelseinig werden, kann man das kaufen. Und so habe ich dann im Sommer 21 das Ganze verkauft. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, was ist überhaupt ein Project Service? Ja. Also, das eine hatte ich schon erwähnt, das ist dieser Sternekochrezept. Ja, das heißt, ich habe im Grunde ein System, ja, wo ich ganz klar vorhabe, wie, okay, von dem Moment, ne, wo der Kunde klingelt, bis zu dem Moment, wo wir Auftrag und Vorkasseanzahlung haben, läuft ein ganz klarer Ablauf. Ja, das ist das, was ich der Sales-Prozess nenne oder ein Sales-System, das Teilsystem. Dann die eigentliche Service, oder eigentlich Leistungserbringung und dann natürlich After-Sales oder Follow-up, das heißt, das, was wir alles machen können, wenn wir dann unseren Auftrag beim Kunden geliefert haben. Das ist das Sternekochrezept. Das ist ganz wichtig, weil ohne das funktioniert der ganze Rest nicht. Aber es kommt plötzlich was Spannendes dazu. Ich habe damals auch in diese Zeit 2014, 2015 angefangen, mich so mit Investieren wieder intensiver zu beschäftigen und bin da über das Value Investing gestolpert. Und da habe ich etwas gelernt und zwar der Burggraben. Der Burggraben ist etwas, was ich gelernt habe von Charlie Munger. Charlie Munger kennt vielleicht die einen oder anderen von euch. Ja, Gott hab ihn selig, er ist ja leider dieses Jahr verstorben. Aber Charlie Munger ist ja der Partner von Warren Buffett und der hat mal was Spannendes gesagt. Also da bin ich damals ziemlich hellhörig geworden. Und zwar sagte er, die meiste Zeit, wo du ein wunderbares Schloss hast, gibt es Leute da draußen, die versuchen werden, es anzugreifen und es wegzunehmen. Und ich will ein Schloss, was ich verstehen kann, Project as Service, aber ich will ein Schloss mit einem Burggraben drumherum. Und das hat mich richtig, richtig angesprochen, weil ich war in der Situation, das, was ich da im Project as Services hatte, ist jetzt auch keine Rocket Science. Und es gibt große Ingenieurdienstleistungskonzerne in meinem Kontext mit 3.000, 4.000 Mitarbeitern, die ohne Probleme in der Lage wären, die gleiche Dienstleistung zu erbringen. Ja, aber wenn du einen Burggraben drumherum hast, dann können diese ganzen wilden Reiterhorden des Wettbewerbs einfach auf dein schönes Schlösschen zu rennen und dann zog ich einfach meine Kette hoch und habe mich oben hingestellt, habe dann gewunken und so, oh, das ist aber schwierig hier beim Pfingsten. Ja, das, ach, guck mal, da hinten ist noch ein feines Schlösschen, aber die haben keinen Burggraben und dann sind die dahin geritten. Ja, also dieser Burggraben, was ich damals vom Charlie Munger und Warren Buffett gelernt habe, ist etwas, was uns schützt vom Wettbewerb. Und da gibt es ganz typische Burggräben, die wir einbauen können. Ja, das eine, der klassische, ist natürlich ein Brand Mode, also eine Marke. Harley, ja, ist jetzt nicht der größte Motorradhersteller, ja, ist mit Sicherheit vielleicht auch nicht der allerbeste, aber glaub mir, wenn du einen Harley-Fan fragst, der kauft nichts anderes. Ja. So, dann ein Secret Mode, ja, du hast ein Geschäftsgeheimnis, 3M ist eine Erfindungsmaschine. Ja. Alle fragen sich in der Industrie, wie kriegt 3M es einfach hin, so unglaublich viel Innovation zu produzieren und zu Patenten anzumelden. Ja. Tollbridge Mode, ganz klassisch, Wegezoll. Ja, ich bin totaler Fan der Bretagne. Das heißt, wenn ich hier von Köln in die Bretagne fahre im Sommer, dann sind das normalerweise, ja, wenn ich kostenlos, also ne, Nationalstraße ohne Maut, dann sind es 24 Stunden. Mach das mal mit 3 Kindern. Da fährst du lieber die Autobahn 12 Stunden und zahlst dann alle 60 Kilometer an den französischen Autobahnbetreiber halt deine Maut. Das ist Burggraben. Das ist ein Burggraben, ja. Ich habe die Wahl, aber mit 3 Kindern denkst du nicht ernsthaft über Nationalstraße nach. Ja, ganz klassisch Switching Mode, ja, den kennen wir alle, Microsoft Office. Ich lebe seit 20 Jahren hier auf der Apfelfarm, aber ganz ehrlich, ich habe bis heute Microsoft Office in Betrieb. Ja, es ist einfach der ganze Aufwand, wenn ich das rausschmeiße, obwohl mir Apple ja ein kostenloses Office hinstellt, ja. Ist so, ja, das ist ein Switching-Mode. Und dann gibt es noch einen Price-Mode, das heißt, du bist einfach der günstigste im Markt. Den geben wir als freiberufliche Dienstleister in der Regel nicht an, ja, aber den können wir theoretisch nutzen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel so ein Bertrand eingebrochen wäre und gesagt hat, ja, wir machen auch Lastenhefte für 10.000, dann hätte ich gesagt, ich mache das auch für 9, dann hätten die gesagt für 8, dann hätte ich gesagt für 7, dann hätten die gesagt, so, oh, 6.000, da sind wir aber schon unprofitabel. Dann habe ich gesagt, ja, für 5.000 kann ich das auch noch. Ich war bei 5.000 bei einer schwarzen Null. Das muss mal so ein aktiennotierter Konzern mal ein Quartal durchhalten. Dann fragt da irgendeiner aus dem Vorstand, sag mal, macht ihr da mit dem Lastenheften? Da verbrennen wir Geld. Ja, da wollten wir den Pfingsten sein Schlösschen klauen. Kann man das mal sein lassen? So, und dann sind die wieder weitergeritten und dann habe ich wieder meine Preise hochziehen können. Also so nutzen wir dann im Zweifel den Price Mode, wenn ein Wettbewerber auftaucht.
So, das Ganze bringt mich aber zu einem ganz wichtigen Punkt, und das ist etwas, was jetzt möglich ist, und zwar der sogenannte wertbasierte Preis. Ja. Was ist ein Preis? Ja, also was ist dann eigentlich dieses Rennpferd, was ich mir 2015 da in den Stall gestellt habe, überhaupt wert? Und was ist der Preis, den ich dafür nehmen kann? Naja, Preis ist am Ende ein Tauschhandel. Ja, es ist ein Tauschhandel zwischen Menschen, ja, wo wir das Gefühl haben, so auf beiden Seiten, ne, wir bekommen das im Gegenzug, was wir auch für fair finden. Ja? Und es ist eine uralte Technik in der Menschheit. Ja, wir haben heute das Geld oder mittlerweile auch virtuell, ja, aber früher halt über Münzen. Aber als es das alles, das klassische Münzgeld noch nicht gab, ja, dann hat man einfach eine Ziege gegen drei Schweine getauscht oder wie auch immer. Ja? Also Tauschhandel ist ganz natürlich, völlig normal. Ja, wir tauschen Wert. Und der Preis in diesem ganzen Gleichung ist aber total subjektiv. Ja, ob jetzt ein Buch, also nehmen wir mal dieses Buch hier, ja, mein Buch, was ich geschrieben habe. Ja, das kann sein, dass die 35 Euro, die das Hardcover-Buch kostet, für einen, der darauf basierend plötzlich sein gesamtes Geschäftsmodell umstellt und das Doppelte im Jahr macht an Umsatz, da sind die 32 Euro total günstig. Es kann aber auch sein, dass das einer liest und sagt, ah, Moment, hier Project as Service, wie du weniger arbeitest, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten. Da geht es ja um Zeitmanagement. Ja? Ist halt nicht ein Buch für Angestellte. Ja? Dem wird wahrscheinlich 35 Euro ziemlich teuer vorkommen für so ein Buch. Ja, also deswegen, man merkt, das ist total subjektiv. Ja. Es gibt ein gutes Beispiel, ne, so eine alte Uhr, ja, hast du gefunden vom Opa, die alte Uhr, gehst zum Pfandleiher, der sagt so, weißt du, 10 Euro hier, Kupfer, ne, Materialwert. Das Gleiche, die gleiche Uhr, beim Antiquitätenhändler sagt er, ja, hier fehlt das Ziffernblatt und so, ein bisschen Mechanik und so weiter, ich gebe ihm dafür 100 Euro. Und dann gehst du mit dieser Uhr ins Porsche-Museum in Stuttgart, stehst vor der Vitrine und stellst fest, da liegt die gleiche Uhr drin. Und dann steht plötzlich neben dem Museumsdirektor und sagt, das ist eine von den 5 Uhren, die der Porsche, Ferdinand Porsche selber konstruiert hat. Können wir die Ihnen abkaufen? Wir geben Ihnen dafür auch 100.000 Euro. Die gleiche Uhr. Völlig unterschiedlicher Wert, ja. Also ganz wichtig im Hinterkopf, wir tauschen im Wert. Und so war ich plötzlich in der Situation, ich konnte, da ich ein klares Ergebnis versprechen konnte mit meinem Project Service, den Wert kalkulieren. Ja, ich habe da ein paar Videos im Netz, ich habe das auch im Buch beschrieben, wie ich das im Detail mache. Ja, das heißt, ich konnte dem Kunden herbeirechnen, was für einen Wert hatte. Und der Wert war irgendwo immer zwischen 12.000 und 25.000 Euro auf dem Normaltrack. Also zwischen 10.000 und 25.000 Euro auf dem Normaltrack. Ja? Und irgendwann habe ich gesagt, komm, der allergrößte Teil dieser Kalkulation komme ich immer so bei 12.000, 13.000 Euro raus. Das ist so der typische ideale Auftrag gewesen mit dem idealen Kunden, und dann war ich irgendwann bei 12.500 Euro und das ging immer wie geschnitten Brot durch die Tür. Ja, aber dieser Wertbeitrag, den kannst du rechnen, und die Kunden finden das total faszinierend. Die kommen komplett weg von dem klassischen Preisdenken, was die Kunden haben. Und jetzt habe ich noch ein Sahnehäubchen für euch. Und das ist etwas, ein Project as Service ist die Basis, es ist das Fundament für ein nächstes, noch viel spannenderes Geschäftsmodell. Ein Geschäftsmodell mit einem Abo, mit einem Recurring Revenue. Dieses Buch habe ich gelesen damals 2015, als es rauskam. Und ich habe es jetzt gerade wieder gelesen und es ist total spannend. In der Einleitung schreibt der John Varillo einen Satz, der mir jetzt erst richtig aufgefallen ist. Er schreibt ganz am Anfang des Buches, die Basis seiner damaligen Beratungsdienstleistung war, dass er seine Dienstleistung in Project as Service umgebaut hat. Und dann, das sehe ich mittlerweile bei einigen von uns, kannst du nämlich plötzlich in so ein Recurring-Modell gehen. Das funktioniert total genial. Also, was sind die Vorteile für den Kunden selber? Er kauft ein Ergebnis, ein extrem hoher Nutzen der Lösung. Ja, du kannst so einen Festpreis wie bei so einem Produkt da dran machen. Du hast einen total transparenten Prozess, das ist total genial, gerade hier, wenn ihr im Sales unterwegs seid. Ja, der Kunde fragt, wie geht denn das? Ja, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. In 2 Wochen haben sie ein vollständig freigegebenes Lastenheft, ihre Investition 12.500 Euro. Ja, okay, alles klar, super, das kaufe ich. Ja. Und das Spannende ist, du kannst halt eine extrem hohe Qualität garantieren. Wie gesagt, am Anfang habe ich sogar diese Erfolgsgarantie mitgegeben. Das funktioniert total super. Der Vorteil für dich aber, du hast überhaupt keine individuellen Angebote mehr, kein Zeitgeld. Ich bin komplett raus aus dem Zeit-gegen-Geld-Modell, kein Reisezirkus mehr. Ich konnte einen echten Burgrahmen aufbauen. Ich war hinter Mr. Lastenheft in Europa. Ja, ich kriegte aus Europa Anfragen, dass ich auch auf Englisch Lastenhefte schreibe. Und eben vor allem die großen Vorteile, du kannst mit dem Sternekoch skalieren. Und das bringt mich jetzt so zu ein paar Beispielen für euch.
Ich habe ein Beispiel rausgesucht, das ist der Udo Nehles. Der Udo Nehles ist Unternehmer zweite Generation, die machen, das ist er nennt das Systemhaus für Hebe- und Drucklufttechnik. Wir sind so 70 Mann groß, die machen halt Spezialkräne im Explosionsschutzbereich. Das ist ein echt kniffliges Business, aber die konstruieren und produzieren diese Kräne. So, was hat das mit dem Project as Service zu tun? Der Udo kam auf mich zu vor anderthalb Jahren und sagte, hör mal, wir müssen mal miteinander reden. Du machst doch da diesen Zwei-Tages-Workshop. Ich glaube, ich brauche das. Und da habe ich ihn angeguckt, ich so, Udo, sei mir nicht böse, aber du entwickelst, baust noch Kräne. Ja, sagte er, wir haben aber auch einen Servicebereich. Und dieser Servicebereich, der ist regelmäßig unterwegs beim Kunden. Da geht es um so eine Art Betüffung von den Kränen, ja, und natürlich die entsprechende Wartung. Und er sagte, ich bin es schlicht leid, wir machen das auf Stundensatzbasis, es gibt immer Diskussionen, dann hast du mal gute Leute dabei, die da unterwegs sind in dem Service, dann hast du auch mal so ein paar Pappnasen dabei. Ja, was er eigentlich will, ist ein hochprofitabler, hocheffizienter Service. Und er sagte, ich habe genau verstanden, das ist ein Project as Service. Aber es ist eben noch viel mehr, und das fand ich auch ganz spannend, das war mir damals gar nicht so bewusst. Er sagte, weißt du, ich kriege auch keine Leute. Ja, ich habe Anfragen, ich habe Aufträge, diese Kräne müssen halt regelmäßig geprüft werden, aber ich finde keine Mitarbeiter. Und dieses Project-as-Service-Ding, was du da erzählst, da kann ich ja doppelt so viele Aufträge mit der gleichen Mannschaft durchbringen. Ich so, ja, so ist es. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, getan, haben wir das gemacht. Letztes Jahr haben wir hier sein Project-as-Service, seine Service-Dienstleistung visualisiert, ist er dann zurückgefahren nach Duisburg, nicht nach Duisburg, die sitzen zwischen Aachen und Köln, da in der Ecke, ist er zurückgefahren, und eine Woche später hat seine Co-Geschäftsführerin mir noch ein Foto geschickt, dass er alle die Zettel, die sie mitgenommen haben, von dem Whiteboard jetzt bei sich auf dem Whiteboard aufgebaut haben, total mega zufrieden sind und jetzt ihr Sternekochrezept für ihre Kran-Service haben. Also hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht, dass jemand wie Udo sowas brauchen kann. Ne? Näherliegend war für mich, als sie Jacqueline gefragt hat, das ist eine Steuerberaterin, klassisch 14 Mitarbeiter, Freiberuflerin, ja, sagt, ich bin seit 25 Jahren unterwegs mit meinem Steuerkanzlei, das funktioniert nicht mehr so, ich habe da auch keinen Bock mehr, das ist alles irgendwie auch nicht mehr das, was ich wollte, aber ich habe da so zwei, drei Rohdiamanten, und ich glaube, da könnte ich einen Project as Service im steuerberatenden Bereich machen, und das haben wir dann gemacht letztes Jahr im Sommer, und die ist nach zwei Tagen hier durch die Tür gegangen mit einer Dienstleistung, die könnte übrigens auch für euch interessant sein. Innerhalb von 4 Wochen reduziert die Personalkosten, also macht für dich profitfrei und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Mitarbeiter eine höhere Bindung haben. Und da sie Steuerberaterin ist und in dieser Lohnoptimierungsbereich ihre Weiterqualifizierung als Steuerberaterin hat, ist das Schöne, das ist auch total legal. Das ist kein irgendwie grau-schwarzes, hektisch und schnell reich werden Angebot von irgendwelchen komischen Typen im Internet. Das ist eine Steuerberaterin. Jacqueline sagt, die kann sogar garantieren, dass im Falle einer Prüfung, ein paar Jahre später, das sauber durchgeht. Ja, und mein Nachbar ist Handwerksmeister mit 5 Mitarbeitern. Als ich ihm das letztes Jahr erzählt habe, so, ich muss mit der reden. Ja, weil der wacht nachts momentan auf und sagt so, oh Gott, hat er mir letztes Jahr erzählt, er hat tierisch Schiss, dass andere Elektrohandwerksbetriebe seine 5 Mitarbeiter abwerben. Und genau das ist das, wo Jacqueline nämlich auf der einen Seite die Lohnkosten runterbringt, also er als Unternehmer mehr Geld in der Tasche hat, und gleichzeitig gibt es Maßnahmen, wie du durch da müsst ihr Jacqueline dann im Detail fragen, was das ist. Es gibt da so einen Katalog von bis zu 70 verschiedenen Maßnahmen, die man nutzen kann, wo dann die Mitarbeiter einfach viel stärker noch an den Betrieb gebunden sind. Das mal so klassisches Beispiel, freiberufliche Steuerberaterin. Dann gibt es der Rainer, klassischer C++-Trainer, also war viel als Trainer unterwegs. Ja, der hat sich dieses Recurring Business Modell daraus gebaut. Ja, der hat eine Membership gebaut, das heißt ein Mitgliederbereich, wo er sein ganzes Wissen reingekippt hat, in einem Mentoring, und verkauft das hier mittlerweile an so Unternehmen wie Bosch für die Softwareprogrammierer, also C++ für euch als Background. Der Rainer ist einer der Top 3 weltweit in der Programmiersprache C++ als Trainer, wo er unterwegs ist. Der hat sein ganzes Geschäftsmodell in den letzten 3 Jahren komplett umgebaut, von vor Ort klassische Schulung und Training in der Programmiersprache hin zu alles online und alles komplett im Recurring. Und dann gibt es noch einen, den kennt ihr vielleicht. Der Bernd Gerob hat das Gleiche gemacht. Der hat mit der Leadership Intensive auch ein Membership-Modell mit einem Recurring da drin eingebaut. Und in diesen Membership-Modellen könnt ihr eben halt wunderbar diesen Project Service einbauen.
Was bringt mich jetzt noch ganz kurz zu einem Thema, ist ChatGPT in Gefahr? Ja, und zwar, wir haben ja vor etwas über anderthalb Jahren einen Moment gehabt, ja, den wir als Nerds in der Szene als Mehrbooms bezeichnen. Was ist eigentlich passiert? Also, das ist jetzt auch nichts Neues, KI, aber die haben einfach mal so viel Rechenkapazität immer weiter in den Server reingeschoben, bis plötzlich diese ganzen KIs auf ein ganz anderes Level kamen. Und das hat mich natürlich als Systemingenieur und als Investor super, super interessiert, weil ich habe mich damals 2003, als ich noch als angestellter Systemingenieur und Softwareentwickler unterwegs war, ich habe das Kurvenlicht in die E-Klasse gebracht, ich habe sogar ein Patent auf den Algorithmus. Leider war ich angestellt, deswegen gehört das Patent immer noch heller. Aber wir haben uns damals schon mit lernenden Algorithmus beschäftigt. Ja. Also das war so ein Thema, wo ich dachte, oh, das ist total spannend. Ich nutze schon seit acht Jahren KI bei meinem Podcast. Ja. Aber es war plötzlich ganz anders und ich dachte, guck mal, was da so geht. Dann habe ich mir natürlich so ein ChatGPT-4-Zugang geholt und habe gesagt, hey, weißt du was, ich habe zwar jetzt auch über 10 Jahre keinen Code mehr angefasst und kann nicht mehr programmiert. Ich habe sowieso jetzt gerade ein Thema, bevor ich jetzt anfange, wieder die alten Bücher rauszukramen, das soll doch alles hier mit der KI jetzt gehen. Ja, ja, habe ich gesagt, getan, habe mich dann letztes Jahr im Frühjahr hingesetzt, habe mal angefangen, damit zu arbeiten. Ja, und also ich war relativ schnell an einem Punkt, wo ich mir selber einen Titel Chief Commander of Prompt Engineering vergeben kann. Mit dem Titel kriegst du locker ein 6-stelliges Gehalt in Silicon Valley. Aber was mich total nervte, ist, dass die ganze Karre dauernd entschuldigte sich. Ja, ja, nee. Ich so, ja, das funktioniert nicht. Ja, tut mir leid, probier doch mal das aus. Alter, das habe ich schon ausprobiert. Ich war echt an einem Punkt, wo ich dachte, es wäre jetzt echt schneller gewesen, wenn ich mir meine alten Bücher wieder rausgeholt hätte und mein altes Wissen wieder vorgekramt hätte, als mich mit dieser KI rumzuschlagen. Aber trotzdem dachte ich so, weißt du, mein ganzes amerikanisches Netzwerk, die sind doch alle so, way, KI, way, ist doch total super. Ja, das, irgendwas muss doch super sein in dieser ganzen KI-Geschichte. Nein, ich komm, sprech mal mit denen. Und sobald du in die USA kommst, ist alles so awesome. Alles ist awesome, weißt du. Und ich denke so, dann habe ich mir gesagt, guck mal hier, und das ist, ich saß da vorne und denke so, Alter, das ist doch genau der gleiche Durchschnitt, den ich bei mir auch sehe. Ja? Was ist da so awesome dran? Was dachte ich, vielleicht habe ich es immer noch nicht verstanden. Ja, ich meine, ich... So, und dann bin ich an einem Punkt gekommen, letztes Jahr im Herbst, stolperte ich über eine Studie der Universitäten St. Louis und New York. Und da ging es um Short-Term Effects on AI, on Employment. Also hier geht es quasi um eine Studie, welche Auswirkungen hat KI auf die amerikanische Freelancer-Bubble. Ja? So, und das war schon super spannend. Ja, und da stellte ich fest, so, ChatGPT ist nicht das Problem. Die eigentliche echte Gefahr ist was ganz anderes. Und kurz danach stolperte ich dann über einen Artikel von einem Unternehmerverband und die haben auf dem Artikel drauf geschrieben, die Low Performer mit der KI. Das ist die Gefahr. Ja, gerade bei uns in meinem Bereich, wir freiberuflichen Unternehmer oder diejenigen unter euch, die halt einen Teil in ihrem Geschäft haben, wo Wissensarbeit unterwegs ist. Wir haben den großen Vorteil, gute Leute sind in der Regel doppelt so schnell und doppelt so gut. Ja. Das heißt, das schützt uns eigentlich immer vor den ganzen Low-Performern da draußen. So, und genau diesen Burggraben, genau das schüttet gerade die KI zu. Und das ist auch in der Brand 1, gab es da auch letztes Jahr im Dezember einen super spannenden Artikel zu. Die Wissensarbeiter sind einfach 12% mehr Aufgaben können sie schaffen, 25% schneller und 40% besser. Das heißt, wenn ihr mit eurem Servicebereich in so einem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad seid, dann ist das in Gefahr. Also, ne, deswegen kam ich eben auf das Punkt, was gibt es denn für ein Geschäftsmodell, das sich jetzt da schützt? Ja, ganz klassisch, Sternekochrezept mit einem Burggraben und einem wertbasierten Preis. Oder, wie die Mandalorian sagen würden, Product as Service, das ist der Weg.